Edward Snowden, Verräter oder Anwärter für den Friedensnobelpreis? Weil die Bundesregierung ihn unter den Teppich kehrt, melden sich Hans Magnus Enzensberger und Frank Schirmacher bei TTT zu Wort. Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer bei TTT. Natürlich kann man den dicken Bauch vor dem Spiegel einziehen, nur die Wampe bleibt evident. Und natürlich können Kanzleramtschef oder Innenminister den von Snowden aufgedeckten Überwachungsskandal für beendet oder abgehakt erklären. Nur bleibt evident, dass die westlichen Demokratien buchstäblich jeden Bürger als potenziellen Feind überwachen können. Die sind misstrauisch, die Demokratien. Und wer Misstrauen sät, wird Misstrauen ernten. Wenn die Bürger ihrerseits ihr Vertrauen in den Staat aufkündigen, dann wird's wirklich brandgefährlich. Mit unbeholfenen Beschwichtigungsversuchen wie jetzt jedenfalls schaffen die Politiker kein Vertrauen. Man fragt sich vielmehr, sind die wirklich so naiv oder halten sie uns dafür? Oder ist, wer solches fragt, schon Opfer von wilden Verschwörungstheorien? Hier die Einschätzung von zwei der führenden politischen Denker unseres Landes. 10 Wochen sind vergangen, seit Edward Snowden eingeladen hat zum Tag der offenen Tür bei den weltgrößten Geheimdiensten. Ein Platz in den Geschichtsbüchern ist ihm sicher. Nur welcher? Für Hans Magnus Enzensberger ist die Sache eindeutig. Solche Leute, ich finde, das sind wahrscheinlich die Helden des 21. Jahrhunderts, würde ich mal sagen. Er hat sein Leben riskiert, um seinem Land und den westlichen Demokratien zu zeigen, was schiefläuft. Durch seine Enthüllungen wissen wir jetzt, was wir ahnten. Die machen wirklich Kopien von uns allen. Es gibt tatsächlich eine Matrix. Der Publizist Frank Schirmacher sieht die Demokratie in ihren Grundfesten bedroht. Wir sind in einem System, wo das geheime Wissen fast größer zu sein scheint als das öffentliche Wissen. Und das im Internetzeitalter. Enzensberger meldet sich zu Wort, weil die Regierung den Wandel, der unsere Gesellschaft radikal verändern wird, gar nicht erkennt. Er sagt, Geheimdienste und Gigantenunternehmen wie Google haben sich von der Demokratie bereits verabschiedet. In jeder Verfassung der Welt steht ein Recht auf Privatsphäre, Unverlässlichkeit der Wohnung und so weiter und so weiter. Das sind lange Passagen. Das ist abgeschafft. Das heißt, wir befinden uns in postdemokratischen Zuständen. Wie diese Zustände nach der Demokratie aussehen können, zeigt der Science-Fiction-Film Minority Report. Man wird überall gescannt, ob in der U-Bahn oder im Einkaufszentrum. Erstaunlicherweise ist das schon Wirklichkeit. Supermärkte gehen dazu über, uns mit Kameras zu beobachten. Sie zoomen auf unsere Gesichter, scannen die Bewegungen. Computerprogramme interpretieren unsere Stimmung, wissen von unseren Vorlieben. Sie kennen uns ja von den vorherigen Besuchen und werden schon bald sekundenschnell das passende Angebot aufs Handy schicken. Schokolade? Ich glaube schon, wenn ein typischer Bundesbürger die Analyse seiner Persönlichkeit aus Sicht, sagen wir mal, einer Firma, noch nicht mal des Geheimdienstes, aufgrund seiner digitalen Kommunikation lesen würde, würde er schon vom Stuhl fallen. Vorerst fallen die meisten nicht vom Stuhl, sondern freuen sich, dabei zu sein. I think it's really cool. Er meint dieses lifestyleige Stirnband. Was es kann? Es misst unsere Gehirnströme, gibt Auskunft darüber, wie und wie lange wir schlafen, was wir träumen, ob wir faul oder super aktiv sind. Selbstoptimierer tragen auch Armbänder, die kontrollieren, wie viel sie laufen, wie viel sie essen, einfach alles. Sie wollen sich im Griff haben und liefern damit Google und Geheimdiensten ihr Lebensprofil frei Haus. Sie sagen sich auch selbst, dass die Verfassung ist altmodisch. Das entspricht doch nicht mehr unseren Bedürfnissen. Das muss doch weg. Diese ganzen lästigen Sachen, Privatsphäre, das ist ja Blödsinn, ja, weg damit. Das ist alles überflüssig in ihren Augen, ist das überflüssig, weil die totale Kontrolle ist ihr einziges wirkliches Ideal. Immer mehr Menschen finden es toll, jeden ihrer Schritte zu vermessen. Trendige Apps auf ihren Handys leiten die Daten weiter. Bewegung, Ernährung, Gefühle, Stress, alles wird erfasst. Die Krankenkasse könnte mitlesen. Die AOK Nordost unterstützt bereits jetzt die, die mitmachen. Werden sie demnächst sehen, wenn wir zu wenig schlafen, ungesund essen, uns zu wenig bewegen und müssen wir dann höhere Gebühren zahlen? Es gibt eine Minderheit von Leuten, die das nicht akzeptieren will, aber die Mehrheit der Leute finden das völlig harmlos, unproblematisch. Die verstehen gar nicht, dass eine politische Macht dahinter steht. Die Macht über uns, so Enzensberger, liegt in der Allianz von Konzerngiganten wie Apple und Co. mit den großen Geheimdiensten.
Die einen machen uns zu vorhersagbaren, fröhlichen Konsummaschinen. Auf den Servern der anderen sind wir vollständig kontrollierbare Menschen. Ob wir nicht schon in einem Zustand sind, wo plötzlich das, was über mich gespeichert wird und das, was über mich gelesen wird, die Wahrheit ist und das wirkliche, in der Welt lebende Individuum, das Ich, sozusagen nur noch ein Abklatsch dieser Wahrheit. Wir erleben eine Verwandlung des ganzen Planeten, sagt Schirmacher. Big Data. Die riesigen Datenmengen machen es möglich, Prognosen zu erstellen darüber, was wir in 10 Jahren denken und tun werden, wen wir wählen, wo wir wohnen, welche Freunde wir haben. Es ist ja kein Zufall, dass diese Internetkonzerne, die großen IT-Konzerne, mit dem Geheimdienst kooperieren. Die arbeiten ja zusammen. Ja? Und das hat auch eine ökonomische Dimension, das ist doch evident. Was wir jetzt erleben, bestätigt eigentlich einen dunklen Satz von Michel Foucault, der das ja alles vorausgesagt hat. Dieser neue Homo economicus, der nur noch nach Effizienzkategorien und Nutzenoptimierungen funktioniert, so sagte Foucault, ist ein eminent regierbarer Mensch. Die Regierung hat den Skandal um Snowdens Enthüllungen und die gigantischen Datensammlungen der Geheimdienste für beendet erklärt. Schirmacher und Enzensberger können es nicht glauben. Hat die Politik die Dimension des Ganzen nicht erkannt? Oder will sie, dass wir sie nicht erkennen? Wir brauchen eine Diskussion und kein Ende der Debatte.